Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem LRF-Crew Channel mit mir, Akira. Ja, ihr habt es ja schon gesehen, Spec Ops The Line. Tja, was gibt's zu dem Spiel zu erzählen? Ein kleines bisschen, würde ich sagen. Zum einen ist das von dem deutschen Programmierer Jager, die auch schon das gleiche Spiel Jager programmiert hatten. Fand ich damals echt cool. Bisschen schade, dass sie ja, bisschen untergegangen sind. Dementsprechend ist das Spiel hier auch irgendwie so ein bisschen untergegangen. Wobei man dazu sagen muss, das Spiel soll echt gut sein. Vielleicht nicht unbedingt spielerisch, aber storytechnisch. Und naja, es ist halt, ich würde mal sagen, so ein bisschen Antikriegsspiel. Spielt in Dubai. Und zwar, wie ihr hier schon seht, nach einem Sandsturm. Und ja, mehr weiß ich soweit jetzt letzten Endes auch nicht. Von daher gucken wir mal. Ich habe das Spiel soweit schon eingestellt. Anti-Aliasing dank, naja, Treiber dann auch doch mal ein bisschen rüber gebügelt. Hier sieht man das dann doch ein bisschen, die Treppeneffekte. Ah, naja. Egal. So, wir werden die Kampagne spielen. Ein neues Spiel. Ja. Kampfeinsatz wählen wir. Und dann gucken wir mal. Okay, das fängt ja gut an. Ach, wir sind auch noch. Ach, wir sind sogar hier. Ach du Scheiße. Okay, dann werden wir mal einfach mal loslegen. Unendlich Munition, das ist schon mal gut. 2K Games präsentiert. Oh, das sieht schon nice aus. Eine Jaga oder Jaga Production. Bam! Voll rein da. Komm, ich muss gucken. Oh, geil. Wo ist er? Da. Oh. Oh. Irgendwie geht's uns nicht so gut. Würde ich sagen. Okay, also Auto-Heal gibt's schon mal. Schneller! Wow. Oh. Puh. Da ist noch einer. Okay, wir sind also Walker, so wie ich das raushöre. Oh, das sieht schon geil aus. Oh, cool. Cool. Das kann man auch beschießen. Fett. Die auch? Oh, geil. Genau, halt das mal ruhig. Wow, das war aber haarscharf dran. Kling, 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 kling. Oh, ist das geil. Also, das sieht echt Porno aus hier. Wow, was ist das denn für ein Tower? Ich stürze das Ding jetzt mal ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Wie, Sandsturm nähert sich schnell. Boah. Fett. Das ist schon geil. Durch die. Fett. Durch die Fenster durch. Oh, ich passe hier gerade gar nicht auf. Sorry, aber ich bin gerade so. Wow, geflasht. Wer ist er da? Der ist ja gerade voll gegengeknallt. Wow. Das ist der Sandsturm. Fuck. Oh. Shit. Das ist mal ein Anfang. Oh, was passiert denn jetzt? Lag? Früher. Okay, das ist eine Aussage. Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper 1 Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai. Habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt.
Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste, zu viele. Hey, Cat! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist Wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Sir. Klappe. Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir, etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow, wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Okay, schon mal interessant. Special Guest Akira LHF. Finde ich geil, sowas. Ah, sieht schon echt schick aus. Wow. Läuft der auf der Unreal Engine? Ich weiß gar nicht, okay, welche Version. Okay, also so können wir laufen. Und auch automatischen Deckung. Erstens halt ein Deckungsshooter. Rührt sich was? Nein, alles okay. Ja, Flasche. Cool. Oh, hat sich Spatz. Cool. Cool. Hört sich ein bisschen. Bisschen wenig Wumms hat das Ding. Cool, sogar mit Sagen und so. Okay, und nun? Okay. Mal nach vorne, würde ich sagen. Das ist Dubai. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Das sieht schon genial aus. Okay, man sieht natürlich... Oh. Sieht aber schon relativ gut. Das ist also übrig lang kommt und wo nicht. Oh, die Fußspuren. Der Stab sieht das anders, sonst wären wir nicht hier. Cool. Goll. Hey, das ist Goll. Dann wollen wir mal. Sie verschwinden aber langsam. Das sieht geil aus. Als wenn das wirklich vom Sand langsam wieder zugeweht wird. Das sind die Leichen. Oha. Sehen schon leicht mumifiziert aus. Was ist da? Achso, da sollen wir hin. Ja. Dann geht die Radio-Flagge. Ich bin gerade total faszinierend. Also, alleine von dem System hier. Das ist schon cool. Aber jetzt... Ja, doch, jetzt geht's wieder los. Das ist schon genial. Okay. Wir sollen hier lang.
Scheiße. Da sollen wir... Ach Gottchen. Hä? Achso. Wee. Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Okay, was also für eine der... Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Toten Hund. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Okay. Hey, habt ihr das gehört? Sand. Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Könnte schwören, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir es hinter uns. Mir gefällt das nicht. Ja gut, also ein Vorteil hat das Spiel auf jeden Fall. Und zwar, es hat keine großen Sammelobjekte, soweit mir das bekannt ist. Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagte, seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3 zu 1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, natürlich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Wie geil. Okay, das ist also besagter von Spruch. Ich hab sein Gefühl, man beobachtet uns. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Du scheinst zu sein. Ja, das ist es. Was immer das auch ist. Was soll das jetzt heißen? Das ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Oh. Was ist denn hier los? Oh, Scheiße. So könnte man das auch sagen. So viel zum Thema feststecken. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mhm. Oh oh. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Was tun Sie? Mein Kaffee ist in meinem Reich. Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agarin Terim Harf Besanim. Sehr gut, Logo. Das kann sehr schnell überkommen, Walker. Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Bus da? Der ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben aus. Das bringt uns einen Vorteil. Okay. So, Mann, nicht mein Freund. Oh, oh, böse. Okay. Cool, cool. Wow. Scheiß auf telefonieren. Oh. Okay, die Explosionen sind wirklich nicht so. Aber, oh, Fall. Aber so insgesamt, Mucke ist cool. Gefällt mir. Die Story scheint echt was herzumachen. Okay, da gibt es einen Blendbefehl. Einmal antippen. Geil. Das ist ja geil gemacht. Ups. Oh. Entschuldigung. So, was ist denn hier? Können wir... Nee. Ha, unsere Waffe ist bald leer. Passt mir eigentlich überhaupt nicht. Wenn ich hier irgendwie eine AK... Munition voll. Okay, wir sollten vielleicht mal ein bisschen mit der Knarre ballern. Granate! Entdeckung! Wow. Wo steckt der? Reklametafel da drüben!
Warum? Sag Bescheid und ich schalte ihn aus. Okay. Erwarte Befehle, landet. Captain. Okay. So. Ich wäre dann soweit. Lugo, und los. Ja, Sir. Pow. Oha. Unterwegs. Der Arme. Der Arme. So nicht, mein Freund. Aha. Au, 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 au. Oh, war noch die Säcke. Da kommen noch welche aus dem Frachtcontainer. Frachtcontainer? Okay. Das können wir ja nicht so zulassen hier. Ah, nice. Sogar noch ein Leben. Perfekt geschossen von der Leiche. Schon cool, schon cool. So, jetzt wollen wir mal ran hier. Wo ist er denn? Ja. Au. Das hat doch Aua gemacht. War hier gerade was? Ich möchte auch gleich zum Container. So, jetzt könnten wir hier mal die Waffe wechseln. Jetzt haben wir eine Mikro. Okay. Mikro 9mm. Auch Uzi genannt. Walker, die Tür! Yes, Mother! Schießt du mal? Achso, kann ich jetzt auch noch exekutieren. Ah. Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Was war denn das? Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrol. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Jacke! Scheiße, Marzen hat's erwischt. Wir brauchen Hilfe. Lugo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt. Okay. So viel schon mal dazu. Also es leben noch welche. Dann müssen wir natürlich. Oh, oh, oh. Was? Das ist schon okay. Und rausschlüpfen. Ui. Ah, gib mal irgendwie Flash oder so. Bring X. Ah, machen wir das mal. Ist ja ganz gut. Müssen wir aufpassen, dass wir keine Aua kriegen. Okay, das haben sie nicht mitbekommen. Um Granaten. Glaub nicht. Muhaha. Oh. Ja, Schweinis. Sterbt einfach. Ai, bitte. Schon. Ja, wenn man schießt wie eine Oma, wird das nix. Okay. Die dann irgendwie hier noch. Genau. No. Ordentlich Munition. Oh. Bam. Das ist schon mies. Also man muss sie gar nicht unbedingt alle töten. Mayday, Mayday, ihr Alpha Patrol. Wir bitten sofortige Unterstützung. Hört uns jemand? Das hört sich aber richtig nach Krieg an, da. Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Marzen ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Wie sieht's aus? Da muss man natürlich helfen. Sitzen im Rumpf fest. Sie leben, die sagen Sie. Entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Okay, cool. Das heißt, wir haben quasi für jede Waffe sogar Schalldämpfer. Ist das ein Weg? Ja. Ziel ist tot. Ziel gut. Los, weiter, aber unauffällig. Nice. Das ist ja mal richtig nice. Cool. Das hat ja genau gepasst. Okay. Ja. Oder liegt ein AK? Schrott.
Stimmt, wollen wir nicht. Wir nehmen den da. Den da. Okay, jetzt haben sie es gecheckt. Dass der noch lebt. Au, au, au. Ich würde eigentlich noch mal gerne... Au, 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 au. Das ist AK. Wow. Krass. Das ging jetzt schnell. Ja, okay, da sind waren ja auch gerade mitten in so einem Gefecht. Haben uns da ja echt mit den dicken Leuten angelegt, mehr oder minder, oder vielen Leuten. Unsere Jungs sitzen im Rumpfest. War nicht sehr schlau. Gebe ich zu. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Und jetzt probieren wir es nochmal. Okay. Was mit denen? Sehr gut. Also bis hierhin scheint's. Ja, scheint alles sehr geskriptet zu sein, möchte ich mal sagen. Ja. Noch. Ja. Die Waffe. Mal holen wir sie uns gleich. Schalldämpfer drauf. Okay, die hat keinen. Alles klar. Wo war die? Sand in der Knarre, ja, das ist wahrscheinlich nicht so nett. Okay. Da ist einer. Da sind zwei. Ich würde sagen. Okay. Ziel ist tot. Sehr gut. Das haben sie jetzt diesmal nicht mitbekommen. Wegen geskriptet. Nice, nice. Ich werde trotzdem immer zu den Waffen. Ja. Okay. Au. Trefft ihr den auch mal? Oh Gott. Ey. So ein. Machen aber auch nichts. Tot, wollte ich gerade sagen. Oh Gott. Wie denn alle her? Ja, ich glaube, wir nehmen nochmal die AK. Oh yeah. Die hatten Bums. Aber das hört sich auch noch irgendwie ein bisschen flau an. Kann noch ein bisschen kräftiger sein. Ah, es ist schon besser. So. Gott, was ist denn da drin los? Das hört sich ja echt übelst an. Hier. Arschkekse. Oh, heck. Was ist denn das? Heiminfos? Aha. Neues Infoobjekt. Okay, so viel dazu. Und das Fahrwerk ist drin. Gott sei Dank ist das der letzte. Hoppla, kleiner Scherben. Aber kein Problem. Ich weiß nicht, der Wetterbericht war nicht so toll. Hätten wir warten sollen? Keine Chance. Diese Leute zahlen den vierfachen Preis, um schnell rauszukommen. Wenn wir nicht liefern, sind wir total am Arsch. Es ist kein Scherben. Oh, Scheiße! Ist das Sand? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Sturm auf 6 Uhr. Der ist ja gigantisch. Schneller steigen. Zieh hoch, Eric. Zieh hoch. Die Triebwerke fallen aus. Wir haben einen Flammenabriss. Triebwerk 1 ist tot. Shit. Check Triebwerk 2. Oha. Das war der Flugrekorder. Das war jetzt nicht so schön. Scheiße, die sind im Flugzeug. Okay. Wow. Au. Alter. Das war jetzt nicht die Feine. Kann man nicht hier irgendwie... Ah, nice. Okay, Jungs. Wir müssen jetzt hier aufräumen. Jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus. Bam, 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 bam. Ja, noch mehr. Ich möchte aber Gott gar nicht blenden. Na komm.
Scheiße! Lade nach! Hallo? Dann halt nicht. Ich hab zur Zeitlupe sogar gerade bekommen. Boah, spritzt aber auch ordentlich die Suppe. Jetzt Mountain Ketchup. Echt leer geschossen, das Ding. Ist er mich nochmal in den Mund? Aha. So viel dazu. Wow. Das ist 7 Schuss. Natürlich ein bisschen für einen Arnus. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen besser. Oh. Scheiße, eine Geiselnahme. Ruhig, lassen Sie ihn gehen. Nicht näher kommen. Schnell jetzt, Walker. Mach was, Walker, sonst ist er tot. Ja. Schnell retten. Schaffen wir's? Wir schaffen's. Schnell, sag was, Boss. Er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar. Aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? So eine Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir ihnen. Okay. Ich will ja nichts sagen, aber das ist nicht direkt unsere Mission. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlsverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Wenn Conrad noch lebt, wovon ich ausgehe, würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. So postapokalyptisch. Nicht leichtsinnig werden. Die Kerle haben 4 Soldaten getötet und einen weiteren gekidnappt. Die Dünie, 2. Kapitel. Okay. Also wir sind jetzt quasi dabei, so ein bisschen Befehlsverweigerung. Vorsicht, die haben Wachen. Naja, Befehlserweiterung. Möchte ich jetzt mal sagen, zu betreiben. Lade nach. Was liegt denn da? Nochmal Geheiminfos. Ah, das Paradies der Reichen. Dubai. Noch nie habe ich einen schöneren Schrotthaufen gesehen. Murdochs Bubis haben sich verdrückt. Aber ich bleibe hier, Baby. Der große Sturm. Ein exklusiver Augenzeugenbericht über den Fall von Dubai. Verdammt, wenn das nicht nach Pulitzerpreis klingt. Apropos... Ach, scheiße. Ich brauch noch was Nettes für den Colonel. Ein kleines Danke dafür, dass ich hier sein darf. Wenn ich an ein paar Bilder vom Sandsturm komme... Gleich hab ich's. Gleich hab ich's. Scheiße. Langweil total. Na komm, gib mir was. Klingt irgendwie nach einem Reporter, ne? Bunkertape. Ich würde schon sagen. Nun gut. Also wir sind hier irgendwie in irgendwas reingeraten, was nicht so ganz koscher ist. Das muss ich ja mal sagen. Was ist hier nur los? Moment. Ah, das Paradies der Reichen. Ja, dann... Genau. Okay, die sollen wir jetzt blendoren. Ja. Lugo, auf dem Laufgang. Schalt ihn aus. Okay. Kann man das natürlich auch machen. Scheiß auf Blenden. Interessant. Okay. Was ist jetzt das Nest genau? Das Nest der... Wir stehen unter Feuer! Terrors. Sie haben uns entdeckt. Okay, können wir das Ding auch wieder abschrauben? Wie dazu? Schreiten hier so rum. Oh,
Scheint ja so einiges rumzugurken. Jede Menge. Oh, da cool. Liegt noch jemand Wintervorräte an. Wir sollten möglichst viele mitnehmen. Wer schadet rum? Klar. Alles, was rum macht, muss mitgenommen werden. Da sind welche. Schuh. Bam. Okay, die haben aber echt keinen Bums. Oh, es geht. Wie? So wenig? Zwei Stück. Aber wirklich nicht so viel. Hahaha. Was sind das für ein Mugge hier? Wie jetzt hier, Sohn einer Hure? Oh, ups. Oh, wobei. So schlecht war die gar nicht. War wirklich nicht schlecht. So. Munition mitnehmen. Tja, wer hört die Musik denn nicht? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bam. Oh, irgendwie gibt mir die Musik gerade ganz schön auf den Sack. Ich hab keine Ahnung, ob die in irgendeiner Art und Weise gesichert au, 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 ist. Huch. So war das jetzt eigentlich nicht gedacht. Mann. Das war auf den Sack. Okay. Da sind sie doch. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Oh, Treffer. Ich versuche mal gerade die Musik zu erkennen. Tja, ich habe keine Ahnung. Mugge sagt mir gerade zumindest nichts. Und die wird bestimmt wieder in irgendeiner Art und Weise gesichert sein. Naja. So. Zack, zack, zack. Die Schweine ab Entdeckung, gell? Ah, rocken hier ganz gut durch. Wo zum Teufel kommt das her? Aus den Lautsprechern da. Selbst gebaut. Genau wie der Sender vorhin. Wo denn? Ich sehe keinen Da! Aha. So kann man die Mucke wegmachen. Wo ist denn der nächste? Ich habe keine Ahnung. Der ist echt gerade ein bisschen auf den Keks. Ist der nicht kaputt? Ich verstehe es nicht. Irgendwo von da kommt noch was. Ach so. Ich im nächsten Room. Oh. Achtung, Einmeldung. Ein ungerechtfertigter Angriff auf die 33. heute bedeutet, richtig, das Ende des Waffenstillstands. Rebellen, die sich ergeben möchten, melden sich bitte beim nächsten Außenposten. Alles weitere dort. Haha. Und nun zurück zu unserem normalen Programm. Los geht's. Ich möchte zu Protokoll geben, dass das alles ziemlich schräg ist. Was schräg? Total abgefahren. Nicht nur, dass wir Leute sind. Hatte dann DJ. Wir müssen den Stab anfunken. Sofort. Muss nachladen. Nein, noch nicht. Conrad und die 33. brauchen unsere Hilfe. Und dieser Soldat kann uns hinbringen. Wenn die 33. okay ist, lassen wir uns abholen. Ja, das klingt alles hier irgendwie nicht so sauber, was sie da treiben. Das klingt alles sehr... scheiden, muss man mal sagen. Oha. Was ist los? Au, 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 au. Dieses Geschütz. Müssen wir mal eben ausschalten. Oh, fuck. Egal, wir haben ihn da rausgeholt. Wow. Ist das jetzt gerade... Wie leert das Geschütz drehen? Hä? Ach, nahe einem Geschütz. Ich, ja. Was, wenn wir da jetzt einmal runtergehen? Schon. Oh, 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 oh. Genau. Drehen wir das? Das hat Rumpf. Rums. Lass mal die halbe Wand damit runtergerissen. Unglaublich. Diese Zeitlupeneffekte zwischendurch. Okay. Das ist Ruhe. Endlich mal ein bisschen. Wow. Der arme Kerl. Überall hier irgendwie irgendwelche Sachen dran.
Hirnfallen sogar. Du Heilige. Nee, also hier sieht das alles überhaupt nicht gut aus. Naja. Nun gut. Also, dann würde ich mal sagen, dann sind wir jetzt erstmal am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Ich meine, für den Einstieg war das ja doch schon mal sehr actionreich. Muss ich ja mal sagen. Und recht geradlinige Action. Und ja, schauen wir mal, was das wird hier. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf bald!